Viermal bin ich blitzartig eingeschlafen. Aber als gegen 12 Uhr neben uns drei Autos parkten und die Dinge, die man ebenso erledigt, unter anderem Dachzelt aufstellen, Gassi gehen, den Tag bequatschen, fertig hatten und schlafen gingen, war es eine himmlische Ruhe. Alle schliefen. Nur ich konnte nicht mehr einschlafen. Das war lächerlich, denn ich war müde. Somit begann der Tag mit viel zu müden Augen und auch, dass die Sonne ab und an hervorlugte, die Augen waren auf Halbmast. 15.11. Einer solcher Tage. Die Treppe ist irgendwie niedlich. Dann passierte es. Michi war einkaufen und ich habe genau zwei Sachen verstaut. Erste Kurve, die Schublade ging auf. Das war der Kassenzettel. Zweite Kurve, 1 Kilogramm griechischer Joghurt flog aus dem Kühlschrank, knallte zu Boden und dekorierte den Innenraum unseres Sunnys mit weißer Joghurtcreme. Mein Fehler. Ich schaue sonst immer das alles zu. Es war eklig und da bin ich in Tränen ausgebrochen. Es war eine ziemliche Arbeit, den Joghurt aus all den Spalten und Lamellen und zu bekommen. Da muss man wissen, wir haben in der Mitte eine Dusche und Duschtasse. Dadurch ist alles etwas geformt und definitiv schwierig zu reinigen. Es war so deprimierend. Dann änderte sich plötzlich die Landschaft zu. Wow! Ihr müsst euch später das Video ansehen, denn es war gewaltig und schön. Ich bin am Hadern. Ich denke, es war die schönste Straße bisher. Wir durften mit dem Womo eigentlich irgendwie gar nicht fahren, zumindest sicher nicht mal alle Örtchen anfahren. Parken streng verboten. Dennoch, ich pulsierte und freute mich, dass unser angepeilter Campingplatz hier mittendrin liegt.
schön. Sehr schön. Oh, jetzt freue ich mich. Die eingekreisten sind noch frei. Okay. Der Dreier da vorne ist der Stern. Der einzige, der noch frei ist, Richtung Meer. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Es ist ein super schöner Campingplatz. Sauber, tolle Aussicht, freundlich, tolle Aussicht und ein exklusives Waschhaus. Und eine tolle Aussicht. Oh Mann, jetzt bin ich echt überrascht. Das ist ein wirklich wunderschönes Gebäude. Bist du narrisch? Super schöne Klos, tolle Duschen. Okay, bin ich hier falsch? Gut, bei den Frauen. Wow. Super. Ist auch wunderschön. Duschen. Richtig hübsch. Waschbereich. Ich nehme dann doch lieber die Lavanderie und schicke meinen Mann hin. Und es gibt hübsche, tolle Außenduschen. Ist das nicht cool? Wir wurden sogar mit deutschem Infomaterial ausgestattet und erfuhren, dass genau hier eine der drei größten Gruppen Delfine oft zu beobachten ist. Habe ich erwähnt, dass wir erste Reihe stehen? Die Sado-Bucht ist wohl auch besonders schön. Sofort bewaffnete ich mich mit Fernglas und Michi hat auch schon für morgen bezahlt. Diesen Ort werden wir erkunden. Ab 13 Uhr begann es zu nieseln. Standhaft blieben wir unter unserer Markise. Als circa 1,5 Stunden später unsere Papierbroschüren doch etwas nass waren, gaben wir auf. Der Wind spielte mit dem Regentröpfchen sein eigenes Spiel. Kaum im Auto regnete es richtig. In unserem Longenbau genossen wir dennoch den Nachmittag. Abends gingen wir duschen. Okay, klingt für euch vielleicht trivial, aber für uns ist das der Luxus. Ausreichend heißes Wasser in einer neuen großen Dusche. Ich weiß nicht, wie viele, nur noch ein letztes Mal drücken, ich gesagt habe.